So, und wieder zurück, falls sich einer fragt, warum säuft er denn so viel Kaffee? Das hat alles noch irgendwie, das ist, den sei gesagt, das ist irgendwie alles noch vom WoW, von meinen WoW-Raid-Armen irgendwie hängen geblieben. Oh, das ging jetzt schnell. Ja, das war irgendwie so ein grundsätzlicher Standard, dass ich immer bei unseren WoW-Raid-Armen immer eine Kanne Kaffee neben mir stehen hatte, weil, oh, man braucht das irgendwie auch. Weil ja, teilweise haben wir so lange Abende verbracht, das ist unglaublich in Raids. Und ohne Kaffee wäre ich glaube ich schon nach der ersten Stunde sowas von weggepennt. Ja super, ey Leute. Drei nehmen. Oh, einer ist noch gerallt. Wenigstens der Heiler. Soll da sein. Ja! Aber der andere macht nicht mit. Kriegen wir jetzt noch eine Quest, bevor ich jetzt hier loslege. So, irgendwie fehlt mir noch was. Ach, der Harpoon-Mechanismus. Fail. Wir müssen doch nochmal ins Dorf runter. Da war ja was. Ich brauchte erstmal diesen Mechanismus, bevor ich hier Krawall machen kann. Den gibt's hier bei diesen Harpunieren. Ist ja schon mal ganz praktisch, dass ihr hier chillt. Ich setze mich mal hier in die Ecke, mach meinen Tarnmodus aktiviert. Und Bang! Schade, dass man nicht Questgegenstände auch rausklauen kann. Das wäre zu geil. Da könnte man sich wirklich als Schurke ein bisschen Zeit ersparen. Das wäre ein ganz nettes Gimmick, aber. So, damit haben wir den Harpoon-Mechanismus, dann gehen wir noch schnell ab, dann können wir den Quest und dann geht's wieder hoch. Ha. So. Schade, ich dachte, ich habe jetzt eine Burg Utgard-Gruppe zusammen. Das wäre jetzt ziemlich cool gekommen, jetzt noch so. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wenn es heute nicht klappt, dann klappt es beim nächsten Mal. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Weil ich will ja was zeigen. Ach, da oben. Der Zwergenunterdrücker. So, hier, nimm das. Nimm das. Und ja, es geht weiter. Jetzt haben wir hier oben, genau. Die habe ich gesucht. Da können wir auch wieder wunderbar was miteinander verbinden. Weshalb ich erstmal diese Quest abgehen gehe. Mann, Gruppe! Ich will noch Burg Utgard zeigen, wenn dann richtig heute. Ist doof, wenn man das Gebiet verlässt, wieder in einem ganz anderen Gebiet ist, dann ist man irgendwie gar nicht mehr so mit der in der Materie. Und jetzt sind wir gerade so in dieser Burg Utgard Materie. Jetzt wäre es perfekt, wenn diese Instanz noch kommen würde, wo wir die Schuldikatakomben ausgerottet haben. Kann man auch gleich weitermachen. Das ist übrigens eine ziemlich coole Burg. Also das Geile ist, dass man hier zumindest was außen betrifft, die Instanz sich schon mal angucken kann. Ja, weil hier werden wir in der Instanz nämlich auf den Boss treffen und generell diesen ganzen Weg hier werden wir alles ablatschen. Schade, dass man nur nicht rein kann und noch drinnen sich die Instanz also schon mal angucken kann. So hat man schon mal eine ungefähre Vorstellung, wie die Instanz sein wird. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So, wir sind in Kaldrossee. Und nein, böse. Ha, gut. Aber die kriegen auch nicht mit, dass ihre Nachbarn ermordet hier rumliegen? Ist normal, ne? So, hier, nimm das und gib mir genau das. Danke. Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, ein Dorf für uns zu beanspruchen. Wir gehen jetzt einfach mal. Also, ich bin der Meinung, das ist eine Selbstmordmission, was der uns da aufgedrückt hat, weil der kann er jetzt nicht ernsthaft verlangen, dass wir jetzt einfach mal hier in diese Hütte, in dieses schöne Dorf reingehen, stellen unser Banner auf und sagen jetzt unsers. Ihr weg. Und das. Aber der meint es Tatsache ernst. Und ja, wenn er es sagt, machen wir es ja auch. Wir wollen ja EP und Erfahrung und Gold haben. Bang, du schläfst. Gott, ich sollte hypnotisieren werden. Ich müsste jetzt nur noch die Fähigkeit des Schattenpriesters haben, dass ich denen meinen Willen aufzwingen kann. Und die von Klippen springen lassen kann. Aber man kann nicht alles haben. Wir sind leider nur Schurke. So, plopp, Banner aufgestellt. So, jetzt geht es darum, diesen Banner zu verteidigen. Es werden hier immer nach und nach
und so einen Wirkuhl angeschissen kommen, die mir dann ordentlich eins auf die Mütze hauen. Da kommt er schon. Ja, du Held! Den wir natürlich nicht so angreifen können. Schade. Verstohlenheit bringt also bei denen nichts. Kann man gleich getrost sein lassen. Natürlich muss man sich ein bisschen beeilen, weil es kommen immer wieder neue dazu und die warten nicht. So, da kommt McAngus. So, plupp, 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 plupp. Tschüss. Danke. Activation. So, da kommt der nächste Vogel. Alle wollen meine Freunde sein. Ja. Das ist mein Banner. Weg damit. Kauf dein eigenes. Das ist jetzt meine Stadt. Schwinde. Abgeschlossen. Und so erobert man sich eine Stadt. Schön. Was das eigentlich für einen Sinn macht, sein blödes Banner da aufzustellen, kurz zu verteidigen und danach dann abzuhauen und die Stadt trotzdem wieder sich selbst zu überlassen, verstehe ich bis heute noch nicht. Aber es wird schon irgendeinen tiefgründigen Sinn dahinter geben, warum er das von uns verlangt. Also machen wir das auch. Hier, gib mir meine Erfahrung. Ach, nicht mal Gold. Arschwäge. So, wir sollen den Harpunenmeister Yavuz killen. Das kann man jetzt nämlich wieder wunderbar verbinden. Wir wollen ja noch was über diese, über die Vergangenheit hier rausfinden. Und deshalb macht sich das praktisch. Wir landen. Was ist mit dir los? Habt ihr das auch gerade gesehen? Der hat mal einfach einen Jump hingelegt und ist so ein bisschen in der Luft geschwebt. Mann, 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 die haben ja doch Style. Was bist du? Ein Hund. Ein Jagdhund. Schön. So, dazu müssen wir... wo war das? War das hier? Oh. Jetzt aber! Give me an instance. Jawohl! Und wir betreten Burg Utgard. Na, das hat doch gut geklappt. So, wir nehmen natürlich Quests an. Gibt ihnen bla bla bla. Gibt ihnen bla bla bla. Und macht's bla bla bla. Bla. P. Uhu. So. Und, wer nervt? Ah, Facebook. War ja wieder klar. Wir können ja den anderen mal rausnehmen. Wir sind ja Schurke, wir können ja mal ein bisschen CC. Pling. Oh, fuck. Ja, jetzt geht's auch mit dem Markieren los, weil jetzt kann man nicht mehr sinnlos einfach Gruppen einfach mal so wegschnetzeln. Jetzt wird's dann doch schon ein bisschen... ernster. Oh, und das erste Epic-Teil. Nein. Der erste Schmarrn. Jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr selbst auf die Fresse kriege. Glück. Rolle des Schutzes. Was man hier alles für Scheiße findet. Kann ja sein, dass ich mal den spiele. Ne? Gut. Und die nächsten drei. Jawohl, let's go. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder mit zwei Hexeln arbeiten, weil ich habe ja schon die Hälfte wieder vergessen. Da hat man mal ein bisschen Pause gemacht und schon verpeilt man hier alles wieder. Ich glaube, das würde mir wirklich alles mal ein bisschen sehr leichter machen. Bing, 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 bing. Danke. Gut. Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen sammeln. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht alles weggeschnappt wird. Aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem zusammen. Wir müssen nämlich Rüstungsteile einsammeln für diese Quest und die wollen wir ja auf jeden Fall machen. Von daher ist es umso wichtiger.
1. Danke. So, Gott sei Dank sind es ja nur 5. Wenn wir Glück haben, hat er die halbe Gruppe schon alles mal gehabt, weil Burg Utgard ist natürlich die Instanz, in die man erstmal anfängt, wirklich am meisten reinkommt. Also wenn ihr euch dauerhaft anmeldet oder kotzen irgendwann, ihr könnt sie nicht mehr sehen, aber das machen wir ja nicht. Wir werden die jetzt nur einmal machen. Vielleicht, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe auf die Kosten, kann ich die nochmal machen. Aber sonst, nein, brauchen wir das nicht. So. Wir müssen diese Gruppen natürlich besiegen, damit hier immer diese Feuerschwalle weggehen, weil die arbeiten ja hier. Und dadurch kommt dieses Meins. Das gehört ganz allein mir. So. Damit diese Feuerschwalle weggehen und wir weiter durchkommen. Wie jetzt gerade hat man ja